Ja, hallo zusammen. Mein Name ist André Burkert. Ich bin Architekt und Sachverständiger für barrierefreie Stadt- und Gebäudeplanung, komme aus Düsseldorf und bin da als freischaffender Architekt mit meinem Büro ansässig. Ich habe mich spezialisiert auf das Thema Barrierefreiheit. Es interessiert mich schon seit meinem Studium. Lebe auch mit einer Partnerin mit Behinderung zusammen. Und ja, es begleitet mich eigentlich schon relativ lange, dieses Thema, und berührt mich auch immer wieder. Und in unserem Büro bearbeiten wir eigentlich Projekte in allen Sparten. Wir beraten sehr viel Kommunen, Städte, erstellen Gutachten, aber beraten eben auch Planer und Architekten direkt in den Planungsphasen und versuchen ihnen das Thema, also Barrierefreiheit, einfach möglichst nahe zu bringen, weil wir einfach sehen und merken, dass es zu wenig berücksichtigt wird. Und ja, durch diese Vortragsreihe, denke ich, hoffen wir, dass wir euch das ein bisschen näher bringen können. Und das war es jetzt erstmal von mir. Und ich gebe einfach mal weiter an Raul, der euch ein bisschen vorstellt. Genau, mein Name ist Raul Krauthausen. Ich habe André vor 2 Jahren kennengelernt, als wir in dem gemeinnützigen Verein, den ich vor 8 Jahren gegründet habe, an einem Projekt gearbeitet haben, das ich gleich noch vorstellen werde, wo wir mit dem Thema Barrierefreiheit in der Architektur zu tun hatten. Und André hatte uns angeschrieben, weil er das Projekt interessant fand und auch den Ansatz, wie wir das Thema angehen. Und wir kamen immer wieder in den Dialog und ins Gespräch. Und dabei stellte sich eben heraus, dass es viele Menschen, die Architekten werden, die Architekten sind, da ja gerne mehr wissen würden. Und dachten uns dann, okay, wie wäre es denn, wenn wir eine Vortragsreihe machen, die zu dem Thema eben Barrierefreiheit in der Architektur ja, damit zu tun hat. Und warum wir das Ganze machen, kann ich auch erklären. Ich meine, es ist relativ offensichtlich. Ich bin Rollstuhlfahrer. Das heißt, Barrierefreiheit ist sowieso ein Thema, das mich ständig begleitet. Aber eben aus dieser Tatsache heraus, dass ich als mobilitätseingeschränkter Mensch im Alltag oft Probleme hatte, hatten wir vor 2 Jahren die Idee, ein Projekt zu starten, auf dem Menschen mit Mobilitätseinschränkungen Orte markieren können, ob sie rollstuhlgerecht sind oder nicht. Und das Projekt nennt sich Wheelmap, gibt es jetzt seit 2 Jahren und wächst stetig um ungefähr 200 neue Einträge am Tag. Und dort können Menschen mit ihren Mobiltelefonen oder auch eben im Internetbrowser Orte markieren, ob sie zugänglich sind oder nicht. Und das Ganze funktioniert weltweit und wir sind inzwischen mit fast 300.000 Orten, die in der Datenbank drinstehen, zu einem der größten oder zur größten Datenbank zu dem Thema der Welt geworden und stellen fest, dass die Nutzung dieser Karte sehr stark von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen natürlich ist, und zwar vor allem unter der Fragestellung, wo kann ich denn hingehen als Rollstuhlfahrer? Wo kann ich denn eigentlich Orte entdecken? Und die Orte, die ich kenne, die kann ich natürlich auch anderen mitteilen. Ich kann Freunden ja die Adresse per E-Mail schicken. Ich kann einfach viel besser mich auch im Vorfeld über eine Route informieren. Denn mit den Öffentlichen komme ich vielleicht ganz gut von A nach B. Aber ob sich der Weg überhaupt lohnt, also ob das Café am Ende auch zugänglich ist für mich als Rollstuhlfahrer, das kann ich jetzt mit der Wheelmap unter anderem im Vorfeld herausfinden. Das Thema Behinderung ist dieses Jahr, würde ich sagen, in aller Munde. Das ist, glaube ich, sogar eines der präsentesten Jahre gewesen, wo Behinderung auftauchte. Wir hatten die Paralympics, die größten Paralympics aller Zeiten waren. Wir hatten den Film Ziemlich beste Freunde. Wir hatten den Unfall von Samuel Koch bei Wetten, dass. Wir haben sogar Monika Lierhaus, die inzwischen wieder die Goldene Eins moderiert, nachdem sie eine Erkrankung hatte, die von der sie jetzt eine Behinderung trägt. Und sie moderiert wieder zurück im Fernsehen. Und natürlich die Aktie Mensch, die gerade eine sehr große Kampagne geklebt hat in Deutschland auf Plakaten zum Thema Inklusion. Inklusion ist sowieso ein sehr großes Thema, gerade in dem Bildungsbereich. In Berlin-Brandenburg gab es eine kleine Bildungsreform, wo das Thema Inklusion groß reingeschrieben wurde. Inklusion bedeutet, dass Menschen mit Behinderung, Menschen unterschiedlichster Art und Weise gleichberechtigt an Leben teilhaben können sollen. Und das Ganze ist ein sehr interessanter, sehr moderner Ansatz. Und in den USA gibt es eine sehr starke
Wissenschaft zu dem Thema Behinderung, die nennt sich Disability Studies. Und in der Disability Studies redet man gar nicht mehr so sehr davon, ob es behinderte Menschen und nicht behinderte Menschen gibt, sondern man sagt einfach, es gibt Menschen mit Behinderung und es gibt Menschen, die zeitweise keine Behinderung haben. Wir haben das hier mal im Evolutionsprozess abgebildet, natürlich als Comic, aber man sieht, dass am Anfang irgendwie sitzen wir in Kinderwägen, dann brechen wir uns ein Bein und brauchen vielleicht irgendwie eine Krücke als Kind oder Teenager. Dann später schieben wir vielleicht wieder einen Kinderwagen und wir sind nicht mehr das Kind da drin, sondern wir sind die Person, die den Wagen schiebt. Und wenn wir richtig alt werden, dann brauchen wir vielleicht eine Gehhilfe. Das Ganze ist jetzt mobilitätseingeschränkt. Das Ganze gibt's natürlich auch für andere Behinderungsarten. Mit dem Alter werden wir schlechter sehen. Mit dem Alter werden wir vielleicht sogar auch dement, sodass dann auch kognitive Einschränkungen damit reinspielen. Aber wie gesagt, die moderne Disability Studies sagt, dass man nicht mehr so sehr unterscheiden sollte zwischen gesund und krank, behindert und nicht behindert, sondern eben, es gibt eine kurze Phase in unserem Leben, in der wir das Optimale aus unseren Körpern rausholen und davor und danach ist halt irgendwie Auf- und Abbau. Das heißt, es ist ein Thema, das irgendwie dann doch sehr stark in der Gesellschaft verankert ist, auch wenn wir es vielleicht nicht so gerne sehen. Interessant ist aber, dass es Zahlen und Fakten gibt, die sagen, dass es im Jahr 2010 mehr verkaufte Rollatoren gab als Räder. Das heißt, das Thema ist einfach groß. Und das Thema ist so groß, dass sogar Billigsupermärkte wie Lidl und Aldi Rollatoren verkaufen. Und das Ganze ist nicht nur in Heidelberg, wo vielleicht der Altersdurchschnitt der Bevölkerung hoch ist, sondern das ist in ganz Deutschland. Und das ist ein sehr interessantes Phänomen. Das ist auch relativ neu, dass wir vielleicht die Dinge dann auch an Orten bekommen, nutzen, einsetzen, die eben nicht unbedingt einen Krankenhausmetapher haben, die eben nicht unbedingt Orthopädiehaus bedeuten, Krankenkasse. Weil auch da gibt es jetzt in Schweden sehr interessante Theorien, die sagen, wenn in Zukunft die Menschen immer älter werden und der demografische Wandel betrifft ja fast alle Industrienationen, wenn wir in Zukunft alle älter werden und es immer mehr alte Menschen gibt, dann werden wir an einen Punkt kommen, wo die Mehrheit der Gesellschaft eine Erkrankung oder eine Behinderung hat. Und wir uns dann die Frage stellen müssen, ob dann man, also wenn alle krank sind, ob dann nicht wieder auch alle irgendwie gesund sind. Also, und das sind so, dann so auch Gedankenmodelle, die sich die großen Krankenkassen in ihren Visionsfragen stellen. Und dann vielleicht auch von Sekundär- oder Tertiärerkrankungen und Behinderungen sprechen. Und das einfach dann natürlich, dass sich auf der anderen Seite auch in der Betriebswirtschaft abbildet durch eben Lidl und Aldi, die dann das dann auch in ihrem Produktsortiment aufnehmen. Ja, neben der ganzen Anti-Aging-Creme gibt's jetzt vielleicht auch die Rollatoren auf dem Grabbeltisch. Kurzum, Barrierefreiheit geht alle an. Also jung wie alt, Mann wie Frau, behindert wie nicht behindert. Es erleichtert in ganz vielen Punkten uns das Leben. Vor allem dann, wenn man Barrierefreiheit nicht nur auf das Thema Menschen mit Mobilitätseinschränkungen reduziert, also rollstuhlfahrende Menschen, sondern vielleicht auch auf die ganzen anderen Behinderungsarten und Weisen, die es gibt. Dazu gehört sehbehindert, dazu gehört, das ist dieses offizielle Zeichen, lernbehindert. Menschen mit sogenannten geistigen Behinderungen oder lernschwache Menschen. Dann gibt es natürlich Kinderwagen, jetzt ist keine Behinderung, aber es die Barrieren im Alltag behindern meinen freien Zugang zu bestimmten Orten, wenn ich einen Kinderwagen benutze. Natürlich rollstuhlfahrende Menschen, blinde Menschen und aber auch gehörlose Menschen oder Menschen mit Hörbehinderungen. Auch das können Dinge sein, die wir vielleicht alle mal einzeln erlebt haben. Das können Dinge sein, die wir vielleicht in unserem Freundes- oder Verwandtenkreis hatten und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, das ist ein sehr großes Thema, das ist ein sehr weites Feld. Und wir dachten vielleicht zur Einführung in das ganze Thema, auch für euch, weil wir nicht wissen, wie nah ihr in dem Thema seid, haben wir Behinderung mitgebracht. Also nicht nur mich, sondern wir haben auch zwei Faltrollstühle von Otto Bock mitgebracht und dann verschiedene Brillen zum Thema Sehbehinderung und einen Blindenstock, Langstock, genau.
Und wir wollten euch jetzt einfach die Dinger mal für eine halbe Stunde zum Ausprobieren geben, dass ihr vielleicht euch mal damit durch die Halle hier bewegt, vielleicht mal Türen versucht zu öffnen und zu schließen, reinzugehen, rauszugehen. Draußen ist kalt, also nicht zu lange. Und einfach, dass wir mal darüber das selber wissen, wovon wir reden und das einfach mal kurz gespürt haben. Ab jetzt. Genau. Versucht also ruhig einfach Alltagssituationen mal für euch nachzuempfinden im Rollstuhl eben mit der Simulationsbrille. Und dann hören wir nachher mal, ja, wie sich das so angefühlt hat. Da drüben sehe ich schon, sind schon einige die Brillen. Die liegen da hinten alle, genau. Genau. Und die Rollstühle stehen jetzt da hinten, genau. Das sind richtig gute Rollstühle. Also die gehen relativ nah dran an die Rollstühle, die ja, vielleicht vollberufliche Rollstuhlfahrer haben. Da ist noch die Schlafbrille. Es lohnt sich, die auszuprobieren. Nee, die Puschelige. Wer hat die Schlafbrille? Das ist genau. Die gehört hierzu. Dann darf jemand gerne mal mit Brille und Langstock sich versuchen. Und ansonsten müssten wir dann die Rollstühle vielleicht einmal darüber schaffen. Also hier von unten ist eben diese kleine Kugel dran, womit ich eben dann eben auch die taktilen Oberflächen ertasten kann. Und es ist eigentlich immer so, dass Blinde, aber auch eben Sehbehinderte, die den Langstock benutzen, immer so einen gewissen Schwenkkreis haben und sich damit dann eben den Weg ertasten, den sie dann haben. Einfach mal ein bisschen versuchen. Ja, ihr habt jetzt kleine Übungen gemacht mit Rollstühlen, im Langstock, mit Simulationsbrillen für Sehbehinderungen. Von meiner Seite wäre jetzt einfach mal die Frage, möchte jemand noch mal irgendwas zu den Eindrücken, die er so gemacht hat, kurz sagen? Positiv, negativ, wie auch immer, was einem das so gebracht hat. Ansonsten können wir dann nachher auch noch mal drüber sprechen, wenn wir ein bisschen das ganze Thema haben sacken lassen, wenn jetzt da so kein direktes Feedback von euch kommt. Okay. Wir gehen jetzt so ein bisschen in das Thema Architektur. Raul hatte ja so einiges zu der
ja, Sicht eigentlich aus Menschen mit Behinderung, Inklusion und dergleichen erstmal gesagt. Und ich erzähle natürlich jetzt schon ein bisschen direkter aus der Sicht des Architekten. Und ja, wie wir Architekten alle wissen, steht der Mensch als Maßstab ja für uns immer gerne im Vordergrund. Wenn man das Bild ein bisschen weiterdenkt, erkennt man das vielleicht. Da geht es um den vitruvianischen Menschen von Leonardo da Vinci. Schon in der Renaissance hat man also den Menschen mit seinen Proportionen, mit seinen Körpermaßen als Grundlage genommen und versucht, den als Maßstab für Architektur und für Gestaltung auch zu nehmen. Und genauso ging das Ganze dann eben weiter bei Le Corbusier, der ja den für uns allbekannten Modulor geschaffen hat, eben dieses Maßverhältnis auch aus den Körperproportionen des idealen Menschen eigentlich. Das ist jetzt nicht der klassische Modulor, sondern das ist eben noch eine Abwandlung auch von Le Corbusier, eben wie er in unterschiedlichen Körperhaltungen und Positionen eben für sich definiert wurde. Aber immer ausgehend von diesem Idealmenschen, dieser Grundproportion, ein Mensch von 1,83 Meter war so abschließend hinterher für ihn das richtige Maß. Und das war dann auch hinterher ein Grundraster für Gebäude, wie wir das ja alle kennen. Aber wie gesagt, es war immer wieder der ideale Mensch. Und vielleicht haben wir jetzt vorhin auch in dieser Übung gemerkt, dass es ja gar nicht unbedingt immer um den idealen Menschen geht, sondern dass ganz andere Perspektiven oft eine Rolle spielen, andere Körpermaße. Und das betrifft eben Menschen mit Behinderung auch, aber da gehören eben auch Kinder zu oder eben ein älterer Mensch, der eben eine gebückte Haltung hat. Und deshalb ist es eigentlich ganz wichtig, dass man grundsätzlich bei der Planung von Barrierefreiheit diese ja, Grundanforderungen und Fähigkeiten der Nutzer, die im öffentlichen Raum eigentlich notwendig sind, berücksichtigt. Und dazu gehören Anforderungen motorischer Art. Das sind die Anforderungen sensorischer Art und Anforderungen kognitiver Art. Ich gehe da gleich dann im Detail nochmal drauf ein. Aber das sind eigentlich so die Dinge, die wir immer, wenn wir von Barrierefreiheit oder von Planung eigentlich grundsätzlich sprechen, die wir eigentlich immer berücksichtigen sollten. Bei den motorischen Anforderungen reden wir im Grunde genau von dem, was wir vorhin schon bei Le Corbusier oder Da Vinci hatten, dass die Grundlage zur Bemessung von Räumen soll der Mensch mit seinen Bewegungsmöglichkeiten und seinen Aktionsradien sein. Aber eben nicht nur einfach der Idealmensch, sondern eben ein Mensch, der ja möglichst auf allen Ebenen untersucht wird. Das wird wissenschaftlich auch untersucht und es ist eigentlich so, dass alle Behinderungsarten mit einbezogen werden, die eben diese motorischen Randbedingungen eben betreffen. Da sind Kinder natürlich mit drin, die Aktionsradien von Kindern werden mit berücksichtigt. Und am Ende sind es dann einfach eben Werte, die eben auch nachlesbar sind und die auch zum Beispiel in den DIN-Normen einfließen, die eben aus diesen motorischen Anforderungen resultieren. Die Sensorik ist die optische Wahrnehmung der Umwelt, hängt neben den jeweiligen Fähigkeiten, also eben bin ich sehbehindert, bin ich nicht sehbehindert, bin ich blind, eben auch stark von äußeren Bedingungen ab. Und das ist natürlich ganz entscheidend und auch wieder sehr stark zu differenzieren, wie nehme ich und wie kann ich meine Umwelt wahrnehmen. Das sind einerseits, wie gesagt, die Fähigkeiten, aber eben auch die äußeren Bedingungen. Da gehört Licht und Schatten zu, was wir aus der Architektur natürlich deutlich kennen. Das sind aber dann eben auch Oberflächenbeschaffenheiten, die ich wahrnehmen kann. Das sind Blendungen, die ich dann vielleicht wiederum vermeiden muss, weil sie eben für mich nicht wirklich hilfreich sind, wenn ich eine Sehbehinderung habe. Und für all dieses ist das Mehr- oder Zwei-Sinne-Prinzip eigentlich entwickelt worden, was wir dann auch hinterher wieder, wenn wir über die DIN-Normen sprechen, finden wird. Und das bedeutet eigentlich, dass ich immer zwei Sinne, die ich habe, ansprechen sollte, die aus diesem Bereich der Sensorik eigentlich kommen. Also wenn ein Sinn ausfällt, kann ich es immer durch den anderen Sinn ersetzen. Wenn wir jetzt vom Sehen zum Beispiel sprechen, sind es zum Beispiel eben kontrastreiche Gestaltungen, die ich haben sollte. Beim Hören ist es zum Beispiel eben eine Aufzugsansage. Beim Tasten und Fühlen ist es zum Beispiel die Brailleschrift, die mir das eben dann ermöglicht. Und beim Schmecken und Riechen, den wir jetzt noch mit zu den Sinnen dazu nehmen, ist es zum Beispiel ein Duftgarten,
den es für blinde und sehbehinderte Menschen gibt, damit sie eben auch zum Beispiel Gartenarchitektur eben einfach über das Riechen wahrnehmen können. Und bei dem Zwei-Sinne- oder Mehr-Sinne-Prinzip ist es wirklich einfach wichtig, dass ich immer zwei mögliche Sinne habe. Wenn der eine ausfällt, kann ich den anderen wahrnehmen. Das einfachste Beispiel ist eben ein Leitsystem, was wir vielleicht alle aus der Stadt kennen. Das ist kontrastreich gestaltet oder sollte zumindest kontrastreich gestaltet sein. Also es ist meist dann eben eine weiße Leitlinie, eine helle Leitlinie. Und sie hat eben diese geriffelte Oberfläche, wie man vorhin dann mit dem Langstock vielleicht ein bisschen nachvollziehen konnte, was das bedeutet. Das heißt also, ich habe beide Sinne werden angesprochen, sodass ich entweder nur hören kann oder wenn ich ihn sehen kann, dann kann ich mich zusätzlich noch eben über den Langstock orientieren. Das ist dieses Zwei-Sinne-Prinzip. Das werden wir dann auch im weiteren Verlauf dann auch nochmal in Beispielen sehen. Und es gehört natürlich auch noch die Kognition dazu, sprich die Intelligenz, das Erinnerungsvermögen und die Konzentration an, ist im Bereich der Architektur erstmal vielleicht nicht so wirklich relevant oder man hat den Eindruck, ich kann das durch Architektur, durch Planung, durch Gestaltung gar nicht so stark ansprechen. Aber es ist eigentlich dann der nächste Schritt, wenn ich ein Gebäude, Orientierungssysteme zum Beispiel anbringe oder Informationen in einem Gebäude, großen Gebäuden, Flughafengebäuden oder auch nur in der U-Bahn der anbringen möchte, ist es eben extrem wichtig, auch Menschen, wie Raul schon angedeutet hatte, das sind dann eben Menschen mit Lernschwierigkeiten oder mit sogenannter geistiger Behinderung, die sich nicht mehr so gut orientieren können, dass ich den Menschen eben Orientierung biete, zum Beispiel durch Piktogramme, dass ich anstatt Überschrift, die sie vielleicht nicht mehr wahrnehmen können, dass ich eben große, deutliche Piktogramme anbiete, die gleichzeitig dann farblich unterschiedlich gestaltet sind. Und somit spreche ich auch die Kognition an und schaffe also eben auch Möglichkeiten für diese Menschen, sich im Raum zu orientieren. Oder eben auch Demenzkranke, die man auch durchaus mit diesem in den Bereich verfassen kann, die zum Beispiel in Pflegeeinrichtungen, wo ich also sehr gut über Farbe zum Beispiel dann auch Orientierung schaffen kann, über Rundgänge. Da gibt es also sehr viele Möglichkeiten mit einfachen Mitteln, die eben auf dem einfachen Niveau liegen, das ansprechen kann. All das, was wir da jetzt so hören, was eben die Anforderungen von Menschen mit Behinderungen angeht, will und soll natürlich in irgendeiner Form umgesetzt werden. Und da kommen wir jetzt eigentlich genau zu dem Punkt, das sind eben die Barrierefreiheit in Gesetzen und Normen. Und da haben wir eigentlich die beiden Sparten. Wir wissen, oder ich weiß aus meiner Erfahrung, dass die Hintergründe speziell bei den behindertenpolitischen Vorschriften, die da sind, bei den Architekten, nur sehr rudimentär vorhanden sind. Das ist einfach, weil eben in der Ausbildung sehr wenig darüber gesprochen wird und weil es eben recht wenig kommuniziert wird, dass das eigentlich die Grundlage eben für all das ist, was hinterher auch weiter in den bauordnungsrechtlichen Vorschriften auftaucht. Wir haben eben die behindertenpolitischen Vorschriften und die baurechtlichen Vorschriften, die eigentlich erstmal nebeneinander stehen. Und da möchte ich jetzt mal so ein bisschen drauf eingehen. Die Grundlage für all eigentlich, was im Moment zum Thema Barrierefreiheit auch passiert, ist im Grunde die UN-Behindertenrechtskonvention, die von Deutschland ratifiziert ist und die auch dadurch als Bundesgesetz eben fordert, dass die Barrierefreiheit umgesetzt werden muss. Das ist sicherlich so die oberste Instanz, die auch international halt eben dann Wirkung zeigt. Das deutsche Grundgesetz hat im, natürlich auch eben in seinen Paragraphen deutlich festgelegt, dass auch eben Menschen mit Behinderung nicht diskriminiert werden dürfen. Und die Behindertengleichstellungsgesetze, die dann einmal auf Bundesebene, es gibt das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, und dann gibt es eben noch wieder auf Länderebene die Landesbehindertengleichstellungsgesetze. Das sind eigentlich die von der Relevanz her auch die wichtigen behindertenpolitischen Gesetze. Man muss immer dazu sagen, und da kommen wir jetzt eigentlich bei der Musterbauordnung, den Landesbauordnungen dazu, das mündet im Grunde dann in den für uns wichtigen gesetzlichen Vorschriften. Das sind dann nämlich eben die Bauordnungen, in die wir eigentlich als erstes reinschauen, wenn wir planen, dass Bauen natürlich Ländersache ist. Also wir müssen jetzt da, ich denke, ihr aus ganz unterschiedlichen Bereichen hier aus Deutschland kommt und nicht alle aus Berlin oder wie auch immer, ist natürlich, sind die Landesvorschriften sehr unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern, aber die Musterbauordnung ist eigentlich ein guter Leitfaden und ist eben eigentlich die Grundlage, wo sich alle Landesbauordnungen dran orientieren sollten und wird dann auch eben in den Bauministerkonferenzen so festgelegt.
Das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz, das, was wir jetzt vorhin hatten, noch einmal, legt im Paragraph 4 die Barrierefreiheit fest oder definiert sie eigentlich. Und das ist eigentlich ganz entscheidend, weil sich das eben auch später dann nochmal widerspiegelt. An der Stelle wird im Paragraph 4 gesagt, die Zugang und Nutzung von baulichen Anlagen, das ist jetzt nur ein Ausdruck, das ist noch ein bisschen ausführlicher formuliert, dass diese baulichen Anlagen, der Zugang und die Nutzung, das ist ganz relevant, in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe genutzt eben und zugänglich sein müssen. In der allgemein üblichen Weise bedeutet ganz einfach, dass man eben als Mensch mit Behinderung nicht unbedingt den Hintereingang nehmen soll, sondern dass schon das Ziel sein sollte, dass wir eben auch den Haupteingang nutzen können. Sprich, ich muss also wirklich die Zugänglichkeit, die barrierefreie Zugänglichkeit für das Gebäude auch über den Haupteingang ermöglichen. Ohne besondere Erschwernis ist eigentlich selbsterklärend, also es darf für mich kein größeres Problem sein. Es muss also auf einem einfachen Wege einfach funktionieren können mit meiner jeweiligen Behinderung oder Einschränkung. Und dafür haben wir dann natürlich hinterher auch die DIN-Normen, die eigentlich da diesen Grad dann hinterher einstufen. Und grundsätzlich ohne fremde Hilfe ist eigentlich immer wieder wichtig zu sagen, also es muss wirklich möglich sein, dass jemand eigenständig dann das Gebäude nutzen kann oder auch in das Gebäude reinkommen kann. Also wenn ein Gastronom anbietet und sagt, okay, wir haben eine Stufe vom unserem Lokal, aber wir haben eben keine Möglichkeit, irgendwas zu machen und wir helfen dir aber rein, kein Problem, melde dich, dann ist das schön und dann ist das auch wirklich guter Service, aber das können wir einfach nicht Barrierefreiheit nennen. Da muss man halt ganz vorsichtig sein. Also vor diesem Hintergrund ist das sicherlich eine wichtige Grundlage. Und an der gleichen oder an einer anderen Stelle eben sagt die Musterbauordnung, das ist der Paragraph 50 fürs barrierefreie Bauen. Das ist dann in den unterschiedlichen Ländern wiederum ein anderer Paragraph, aber die Formulierungen sind sehr ähnlich und das ist eigentlich der Paragraph, auf den man sich immer wieder beziehen wird, wenn man über das Thema Barrierefreiheit spricht. Wenn ich Gutachten schreibe, muss ich mich immer wieder auf diesen Paragraphen beziehen, weil das eigentlich das für mich als Architekt Relevante ist, was in der Landesbauordnung dann steht. Und aber auch genau an der Stelle ist eben auch nochmal definiert, dass Menschen mit Behinderung, alte Menschen, Personen mit Kleinkindern barrierefrei, ohne fremde Hilfe und zweckentsprechend eben ein Gebäude nutzen und können müssen und es muss zugänglich sein. Und das ist eigentlich genau der Punkt, wo die beiden sich vereinen, wo die behindertenpolitischen Forderungen und die baurechtlichen Forderungen aufeinander kommen. Und an der Stelle treffen wir uns eigentlich. Und das wird an vielen Stellen halt eben verkannt. Also das ist ganz entscheidend, dass man sich auch immer wieder auf die behindertenpolitischen Normen bezieht. Ich habe Kontakt mit Bauordnungsämtern, wo mir dann auch immer wieder gesagt wird, ja, aber wir haben unser Baurecht und wir gucken in die Landesbauordnung und da steht das und das drin. Und wir müssen eben nicht weiterführend schauen. Aber das stimmt eben in der Form nicht, weil eben die deutsche Gesetzgebung eben schon auch auf der UN-Behindertenrechtskonvention, auf dem Behindertengleichstellungsgesetz, dadurch eben auch Gesetze fixiert, die eben dann nach unten weiterführend bis ins Bauordnungsrecht eben diese Gültigkeit haben. Und das zeigt einfach, dass wir eben diese Barrierefreiheit auch wirklich vollumfänglich umsetzen müssen. Das betrifft natürlich in erster Linie Neubauten. Aber auch an der Stelle, da weiß Raul sicherlich auch genügend zu berichten. Und das weiß ich eben aus meinen Erfahrungen auch, passiert das an vielen Stellen eben nicht. Weil da natürlich dann teilweise auch der politische Druck fehlt, aber weil auch einfach Unkenntnis da ist. Und deshalb möchten wir eigentlich auch diese Schulung oder diese Vorträge und Vorlesungen machen, damit wir euch dafür sensibilisieren, einfach dieses Thema immer mitlaufen zu lassen und zu wissen, wir müssen einfach alle Menschen berücksichtigen und da gehören eben Menschen mit Behinderung zu, aber da gehören eben auch Kinder und die Mutter mit dem Kinderwagen zu. Und dann hat man eigentlich alles das erschlagen. Und hat eigentlich alles erledigt, wenn man sich in dem Bereich Gedanken macht und einfach kreative Lösungen findet. Das Ganze ist am Ende, wir haben das mal Toolbox genannt, am Ende steht die DIN halt einfach. Und das ist eigentlich dann die Umsetzung. Wir haben auf der einen Seite eben diese Forderungen, die sich da oben in den beiden Herzen befinden und sich irgendwo verbinden. Und der Extrakt oder wie setze ich das Ganze um, das ist dann eigentlich die DIN, die ich anwende, die ich bei der Planung eigentlich neben mir liegen haben sollte und wo ich gucken sollte, ist es einigermaßen DIN-gerecht oder komme ich wirklich in das Gebäude rein, so wie es die DIN fordert.
Und ja, die Frage stellt sich natürlich, wenn schon alles gesetzlich geregelt ist, warum gibt es dann immer noch so viele Barrieren? Die Frage muss man sich leider dann immer wieder stellen. Ich denke, die stellt sich Raul sicherlich täglich immer wieder. Und wenn man ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt geht, merkt man das natürlich an vielen Stellen auch immer wieder, dass es wirklich so ist. Meine Antwort wäre, und mein Fazit ist, weil so viele Architektenkollegen immer noch nicht nach DIN planen, und das ist leider wirklich so, eben weil diese ganzen behindertenpolitischen Voraussetzungen einfach nicht bekannt sind und weil sich an vielen Stellen dann eben nicht an die DIN gehalten wird und man nutzt einfach die Möglichkeiten, nicht so zu planen. Aber ich denke, wie man dann da in die Tiefe gehen kann und wie man da auch einiges rausziehen kann, da sprechen wir dann morgen drüber. Ja, ich glaube, das war's für heute erstmal. Und dann sehen wir morgen mal weiter.